Sisilisches, habe morgen einen Frauenarzttermin. Und ich habe das nie gesagt, aber ich war vorher noch nie beim Frauenarzt. Das bedeutet, ich habe morgen meinen allerersten Frauenarzttermin. Hey Leute, was geht ab? Zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ihr seid gut drauf. Heute bin ich eigentlich in einer guten Mut gewesen, so den ganzen Tag über. Ich habe heute komplett alles aufgeräumt. Ich habe unten ein bisschen aufgeräumt bei uns hier im Haus. Ich habe mein Zimmer so aufgeräumt wie noch nie. Vielleicht fällt euch das auch im Hintergrund ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied seht, aber seht, ich meine sieht. Ich habe halt alles staubgewischt, gesaugt, geputzt und sowas alles, ne? War mal wieder notwendig. Jedenfalls wollte ich da mein Video drehen. Und was ist passiert? Mein Ringlicht ist mir kaputt gegangen. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ich filme ja eigentlich immer mit meinem Ringlicht. Früher habe ich mit zwei Softboxen gefilmt, dann habe ich mit dem Ringlicht und zwei Softboxen gefilmt, aber weil mein Zimmer einfach aus allen Nähten platzt und ich keinen Stauraum für dieses ganze Equipment habe, habe ich mich dann irgendwann nur noch aufs Ringlicht fixiert und habe die Softboxen meiner Schwester geschenkt. Und jetzt ist es mir kaputt gegangen, das heißt, ich habe mir jetzt die Softbox meiner Schwester ausgeliehen und muss mir neues bestellen. Ist auf jeden Fall lit. Also ich muss sagen, so an sich gefällt mir das Licht eigentlich ganz gut. Hatte ich gar nicht so gut in Erinnerung, aber es regt mich halt übel auf. Deswegen ist meine Laune so mittelmäßig. Egal, ich versuche mir die Laune davon nicht verderben zu lassen. Heute gibt es ein neues Video. Und zwar habe ich euch auf Instagram gefragt. Falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Dann könnt ihr auch immer bei so Abstimmungen mitmachen. Hier heißt es oder Sisilisches YT. Habe ich euch gefragt, ob ihr ein Video wollt, in dem ich euch Dinge, die ich hasse und von denen ich Angst habe, nenne. Oder ob ihr ein Probleme- bzw. Telonym-Video wollt. Die meisten waren für Telonym, deswegen würde ich sagen, wir legen los mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe mega Probleme, mich beim Arzt auszuziehen. Bin halt auch übergewichtig und mega unzufrieden mit meinem Körper. Ich weiß gar nicht, wie ich mir helfen kann, um mich zum Arzt zu trauen. Bin 16 und traue mich halt auch nicht zum Frauenarzt, obwohl ich dringend mal gehen müsste, weil ich totale Probleme habe bezüglich meines Zyklus und so. Kannst du mir Tipps geben? Ich liebe deine Videos und du bist so ein großes Vorbild für mich. Love you. First things first, love you too, girl. Also, das ist eigentlich ganz passend, dieses Thema, und ich glaube, so werde ich dieses Video auch nennen. Wir starten direkt damit. Ich, Sisilisches, habe morgen einen Frauenarzttermin. Und ich habe das nie gesagt, aber ich war vorher noch nie beim Frauenarzt. Das bedeutet, ich habe morgen meinen allerersten Frauenarzttermin. Also wenn ihr dieses Video seht, dann heute, dann hatte ich ihn schon. Also, ich kann grundsätzlich dieses Problem, Angst zu haben, zum Frauenarzt zu gehen, vollkommen nachvollziehen, weil ich auch immer so dieses Girl war, was so gesagt hat, boah, nee, gar keinen Bock drauf, dass irgendjemand Fremdes da unten, ne? Ich überhaupt gar kein Fan von, hatte ich halt auch absolut keinen Turn drauf. Allerdings sehe ich das mittlerweile so ein bisschen anders. Deswegen ist halt wirklich diese Frauenärztinnen, war das richtig? I don't know. Ihr wisst, was ich meine. Die sehen tagtäglich so viele und also, ne, dass die da gar nicht drauf achten, ob jemand ein bisschen dicker ist, ob jemand kleinere Brüste hat, ob jemand, weiß ich nicht, so, verstehst du, was ich damit sagen möchte? Was ich damit sagen will, ist einfach, dass man sich, glaube ich, nicht so verrückt machen sollte, weil im Endeffekt kümmert sich der Arzt ja nur darum, dass alles gesund ist und dass alles gut ist und nicht darum, wie es ausschaut. Also, weißt du, was ich meine? Deswegen muss man sich, glaube ich, einfach vor Augen halten, dass es wichtig ist, dass man hingeht, weil man halt einfach wissen muss, ob man gesund ist, ob alles gut ist. Gerade mit dem Zyklus, da ist ja auch nicht mit zu spaßen. Wenn das alles nicht so glatt läuft, dann solltest du dir vielleicht wirklich mal einen Termin machen. Und falls du wirklich so krasse Angst hast davor und dir gar nicht vorstellen kannst, zum Frauenarzt zu gehen, dann ruf doch einfach an oder lass deine Mama anrufen und sag, du hättest gerne einen Termin zum Beratungsgespräch. Und dann kann man ja auch einfach mit denen sprechen. Du musst ja jetzt nicht direkt dich ausziehen, deine Beine breit machen und die gucken dir da unten rein. Man kann das ja auch einfach da vereinbaren und kommunizieren und man kann ja auch sagen, dass man so ein bisschen sich schämt und so. Und wenn du die richtige Frauenärztin oder den richtigen Frauenarzt da auch gefunden hast, dann wird der ganz sicherlich nicht sagen, du musst dich jetzt auf diesen Stuhl setzen und du musst dich jetzt ausziehen. Du musst auf jeden Fall keine Angst haben. Ich glaube, wir Mädels haben das alle irgendwo und das ist ganz normal. Aber wie gesagt, das ist halt auch was ganz Normales, dahin zu gehen und sich da auszuziehen. Wir Mädels sind halt gesegnet worden, dahin gehen zu müssen, ne? Kann man so und so sehen. In der Schule ausgelaufen mit einer weißen Hose. Jeder hat es gesehen und ich wurde von jedem ausgelacht. Keiner hat gesagt, sie sollen aufhören. Nicht mal der Lehrer. Er hat mitgelacht. Das Ganze war am Freitag. Heute hätte ich in die Schule gehen sollen. Hab mich aber krank gestellt, weil ich Angst habe. Meine Eltern wissen nichts vor dem Vorfall. Also ich gehe mal davon aus, dass du deine Tage bekommen hast, oder? Also, ja, ich denke schon. Ich möchte dazu sagen, eine Periodenpanne passiert auch so vielen Mädels.
Ihr könnt ja jetzt mal an der Stelle in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon mal hattet, ob euch sowas schon mal passiert ist. Eine Periodenpanne würde mich mal interessieren. Ich muss dazu sagen, mir persönlich ist es noch nicht passiert. Klar, ich bin schon mal ausgelaufen und klar, meine Hose war auch schon mal voll. Aber das war dann meistens, wenn ich gepennt habe und dann aufgewacht bin am nächsten Morgen und dann in einem Blutbad lag. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwo war, Gott sei Dank. Aber auch das ist normal. Klar, ich kann das verstehen, dass das super, super unangenehm für dich war. Gerade wenn der Lehrer noch mitlacht und wenn alle einen auslachen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dann einfach so drüber zu stehen und zu sagen, ey, es ist halt passiert. Ich kann es nicht rückgängig machen. Was soll ich machen? Ich habe halt meine Tage bekommen. Das ist was ganz Normales. Ich bin halt jetzt mittlerweile in dem Alter, in dem man die Periode hat. Und jeder andere von euch wird sie auch irgendwann haben oder hat sie schon. Und das kann jedem Mädchen passieren. Deswegen versucht drüber zu stehen und wenn dich jemand drauf anspricht, sag einfach ja und ist halt am Freitag passiert. Was willst du jetzt machen? Soll ich mich jetzt deswegen umbringen? Weißt du, ich glaube, man darf viele Dinge einfach nicht so eng sehen. Klar kann ich verstehen, dass das sehr, sehr unangenehm für dich war. Und ich glaube, in der Situation wäre mir das bestimmt auch super unangenehm gewesen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man da drüber steht und dann vergisst man das und dann ist das irgendwann irrelevant und in 2, 3 Jahren wirst du wahrscheinlich drüber lachen und denken, ach du Scheiße, das war so peinlich, aber ist halt Schnee von gestern. Hey Sisi, ich bin seit einem halben Jahr von meinem sehr krass gestörten Ex getrennt, aber bekomme keine Ruhe vor ihm. Ich hatte damals Schluss gemacht, als er mich mehrmals betrogen hat. Ich denke, der ist wirklich besessen von mir, weil er mich stalkt, fährt bei mir vorbei und über Anrufe belästigt, Handy hackt, etc. Ich habe schon eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Ich war schon gefühlt 1000 Mal deswegen bei der Polizei, aber die können nicht wirklich was machen, weil ich keine festen Beweise habe. Ich habe wegen ihm durch Gerichtstermine etc. schon so viele hunderte Euros ausgegeben und habe langsam auch echt keine Kraft mehr. Aber egal was ich mache, er gibt keine Ruhe. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps oder so? Bin by the way 20. Viel Glück mit deinem Freund noch. Der scheint ja zum Glück nicht so gestört zu sein. Hahaha. Also erstmal vielen Dank, Girl. Und ja, ich hoffe, dass mein Freund keiner von der Sorte ist. Sorry. Aber ich denke nicht, nee. Also, ich hatte noch nie Probleme tatsächlich mit jemandem, der mich gestalkt hat. Klar, über Social Media hat mich bestimmt schon mal der ein oder andere gestalkt. Bestimmt schon einige von euch auch auf Insta oder so. Aber dass mich jetzt krankhaft irgendjemand gestalkt hat und wirklich auch auf der Straße oder mir hinterhergerannt ist. Ja, so hin und wieder gibt es das mal, dass Menschen, die einem halt so im Internet verfolgen, die einem dann halt auch auf der Straße mal hinterherlaufen oder so. Ist ja normal, kennt glaube ich jeder Influencer. Aber sowas hatte ich tatsächlich noch nie. Und deswegen kann ich dir auch ehrlich gesagt nicht sagen, was ich an deiner Stelle tun würde. Wenn ich jetzt versuche, mich in die Situation hineinzuversetzen und mir vorstellen würde, dass mein Freund jetzt mein Ex-Freund wäre und der krank eifersüchtig wäre und total psychopathisch um mir hinterher laufen stellen würde, wie auch immer. Das erste, was ich machen würde, ist, glaube ich, mein Papa Bescheid sagen und der würde ihm sowas von einer Ansage drücken, dass der Typ, glaube ich, nie wieder vor meiner Tür stehen würde. Falls das keine Option für dich ist. Ja, bei der Polizei, das hätte ich glaube ich auch versucht. Aber wenn die dann halt auch nichts machen, bringt das ja im Endeffekt auch nichts. Vielleicht solltest du dich einfach nochmal so aufrappeln, ihn zur Rede zu stellen und zu sagen, ey, bist du eigentlich geistesgestört? Warum verfolgst du mich die ganze Zeit? Verstehst du nicht, dass ich nichts mehr mit dir zu tun haben will? Vielleicht versteht er es dann nochmal. Oder ansonsten halt dem Bruder Bescheid sagen, also deinem Bruder oder deinem Cousin oder so. Keine Ahnung, ich habe halt viele männliche Familienmitglieder, die 100% diesen Typen auseinandernehmen würden. Deswegen weiß ich nicht so, weißt du? Deswegen hoffentlich hast du auch irgendwie so jemanden, der dem da irgendwie mal klar machen kann, dass das nicht, dass man das nicht macht und dass du da überhaupt auch gar kein Interesse mehr dran hast, weil er einfach ein Psycho ist. Ansonsten wüsste ich mir da jetzt auch nicht zu helfen. Wenn irgendjemand von euch Tipps hat, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht kann dir da irgendjemand helfen. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, kommen wir zu unserem letzten Problem. Und das ist tatsächlich wieder ein sehr langes Problem. Das heißt, wir werden uns intensiv Zeit nehmen, das zu lesen, das zu bearbeiten und das zu beantworten. Let's go. Hey, hab dir zwar schon mal geschrieben, aber du hast nicht geantwortet. Also nochmal, weil ich echt deine Hilfe brauche. Vorab, ich bin durch schlechte Erfahrungen sehr ruhig geworden, weil ich Angst habe, das Falsche zu sagen und bin generell sehr unsicher geworden. Auf jeden Fall, ein Junge aus meiner Klasse ist sehr beliebt, der beliebteste aus der ganzen Schule. Er war vor circa einem halben Jahr mit einer anderen aus meiner Klasse zusammen. Auch sie ist sehr beliebt, nur leider eine falsche Schlange. So ein typisches It-Girl aus Film. Ich bin erst seit letztem Schuljahr auf dieser Schule und war am Anfang gut mit ihr. Da waren die zwei noch zusammen. Aber dann habe ich gemerkt, wie falsch sie ist und unser Kontakt wurde immer weniger. Jetzt mögen wir uns beide nicht mehr. Der beliebte Junge, in Klammern ihr Ex, hat jetzt einen Crush auf mich und ich auf ihn.
Ich habe ihm gesagt, ich will es langsamer angehen und er schreibt mir halt die ganze Zeit süße Texte und wie ernst er es mit mir meint und so weiter. Geht schon etwas länger so. Aber ich will ihn auch nicht ewig warten lassen. Ich könnte mir halt echt eine Zukunft mit ihm vorstellen. Unsere Moms kennen sich, seit sie selbst jung sind. Ich aber ihn erst, seit ich die Schule gewechselt habe. Auf jeden Fall, seine Ex und er sind halt immer noch gut, freundschaftlich. Und seine Ex hasst mich jetzt aber extrem, weil sie mitbekommen hat, dass zwischen uns was laufen könnte. Seitdem erzählt sie Lügen über mich und lästert. So könnte ich mich niemals trauen, mit ihm zusammenzukommen, weil ich ja eh mega schüchtern bin und mich sowas verletzt. Sie hat vorher schon über mich gelästert, aber jetzt wurde es halt noch schlimmer. Außerdem habe ich seitdem direkt das Gefühl, dass Leute etwas gegen mich haben, aber ich bin halt seitdem so ruhig geworden und traue mich nicht mehr so zu sein, wie ich bin. Aber das ist ein anderes Thema. Sisi, wow. Ich habe dir gerade mein ganzes Herz ausgeschüttet. Danke für deine Videos, die geben mir immer Kraft. Also Girl, erstmal danke an der Stelle, dass du den Mut hattest, mir das alles anzuvertrauen, beziehungsweise uns das anzuvertrauen. Generell möchte ich nochmal sagen, falls ihr jetzt hier irgendein Problem gehört habt, wo ihr denkt, oh, ich wüsste, was man in der Situation machen könnte oder ich habe so eine Situation durch, könnt ihr das immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, die Mädels oder auch Jungs freuen sich da sehr drüber und sind da sehr dankbar. Also so wie ich das jetzt lese, glaube ich, dass es das Beste wäre, wenn du mit dem Jungen wirklich zusammenkommen würdest. Weil ich glaube, dass es diesem komischen Mädchen, also seiner Ex-Freundin und deiner Ex-Freundin, also von euch beiden die Ex-Freundin, ich glaube, dass das ihr richtig zeigen würde, dass du drauf scheißt, was sie von dir hält. Und wenn das wirklich zwischen euch funktioniert, was du ja glaubst, dann glaube ich, dass dann alles andere, was um dich herum passiert, diese Lästereien und ihre Schikane und was weiß ich, was sie da so treibt, dass dir das dann egal sein wird. Weil du merkst, du liebst ihn und er liebt dich und diese Beziehung tut dir gut und du bist glücklich. Und dann lässt man sich das, glaube ich, auch nicht so leicht von irgendjemandem kaputt machen und erst recht nicht von so einer behinderten, komischen Tusse. Deswegen, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde es an deiner Stelle versuchen. Auch wenn du dir denkst, ey, ich bin so schüchtern, ich habe Angst, dass die Lästereien noch schlimmer werden, dass ich noch schlimmer ausgegrenzt werde oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn du es nicht versuchst, wirst du es irgendwann bereuen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber du wirst es, irgendwann wirst du es bereuen, glaubst mir, dass du es nicht gemacht hast und dass du es nicht versucht hast und dass du es dir von so einer komischen kaputt gemacht, nee, warte, kaputt machen lassen hast, so. Deswegen, ich würde meinen ganzen Mut zusammennehmen. Ich würde ihm sagen, was Sache ist, dass du Angst hast, dass die Lästereien schlimmer werden, dass du mit ihr überhaupt nicht klarkommst und dass sie jeden versucht, gegen dich aufzuhetzen und deinen Ruf irgendwie schlecht zu machen. Wenn er dich wirklich liebt und wirklich mag, dann wird er 100% irgendwas dazu sagen und dir Kraft geben und dir sagen, ey, wir scheißen da drauf, wir versuchen das einfach und so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das wäre wirklich so die Option, die ich wählen würde, dass ich mich wirklich aufraffen würde und all meinen Mut zusammennehmen würde und das mit ihm versuchen würde, weil ich weiß, ich bin mir 100% sicher, dass dieses Mädchen sowas von eifersüchtig sein wird, dass sie ihre Schikane wahrscheinlich irgendwann sowieso lassen wird, wenn sie merkt, dass es zwischen euch wirklich gut funktioniert. Und Option 2 wäre halt, dass du es lässt, dass du dich weiterhin zurückziehst und es nicht mit ihm versuchst. Aber wie gesagt, ich glaube, dass du das dann irgendwann sehr bereuen wirst. Deswegen, ich an deiner Stelle würde es versuchen. Go Girl, nimm deinen Mut zusammen. Red vielleicht erstmal mit ihm. Und dann hoffe ich, dass das alles funktioniert und wünsche dir bzw. euch ganz, ganz viel Glück. So Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich weiß nicht so richtig, was ich von diesen Haaren halten soll. Manchmal feiere ich es, manchmal auch nicht. Und ich sehe gerade, mein BH ist durchsichtig. Ist ja auch sehr lit. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ich würde mich wirklich mega freuen, wenn ihr mir auf Insta folgt, Leute, weil ich mache da schon wieder super viele D-Abos. Ich sag euch da auch immer, was für Videos kommen und Video-Wünsche und sowas frage ich euch auch immer nach. Also würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir da folgt. Ansonsten gebt dem Video super gerne einen Daumen nach oben. Schreibt, wie gesagt, irgendwas in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hab euch lieb. Bye.